Das ist auf jeden Fall stylischer als so ein Besen. Das ist die Männerversion vom magischen Besen, sage ich jetzt mal. Hallo und willkommen zurück zu Ark the Hunted. Ich habe schon mal wieder ein paar Fingernägel und Krötenfüße in den Kessel geworfen. Die Farbe stimmt jetzt ungefähr. Ich denke, wir können uns unseren fliegenden Besen craften. Also es gibt hier zwei solche Besen. Da können wir so ein bisschen Bibi Blocksberg spielen oder Harry Potter oder sowas in der Art. Das ist einmal der Thunderstrike X83 und der Cumulus 9000. Aber ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. Hier gibt es nämlich auch noch ein fliegendes Bierfass. Und das ist ja wohl mal mega cool. Da ist sogar ein Sattel drauf. Das sieht viel bequemer aus als so ein Besen. Deswegen stellen wir uns jetzt mal so ein Funtimes Skycake her. Das geht super easy. Der kostet wie viel? 1000 Fiber, 4000 Thatch und 2000 Wood. Also man braucht schon so ein paar Ressourcen, aber wenn man die hat, dann kann man sich den ganz fix herstellen. Und ich glaube, wir können mit dem jetzt fliegen. Das müssen wir ausprobieren. Mal schauen. Ein Blum. Also, das ist auf jeden Fall cooler als ein Besen, oder? Was meint ihr? Place. Okay. Können wir den jetzt auf den Boden setzen? Das ist ja witzig. Okay. Right. Der hat auch ein Inventar. Der ist Level 1, hat 2000 Hitpoints und wahrscheinlich keine Vorfahren, nehme ich mal an. Yeah. Und was kommt da raus? Irgendwas kommt da raus. Oh, der kann echt fliegen. Das ist super verrückt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen fliegenden Kessel, der mich total aus dem Sattel schmeißt. Und ja, das sind so Effekte, ne? Da fliegen so kleine grüne Bienchens. Das ist super komisch. Okay, also wir haben jetzt so einen Funtimes-Cake und dann können wir dem theoretisch mal so über die Insel fliegen und uns ein bisschen umgucken. Aber der fliegt sich mega komisch. Der ist super responsive, also sobald ich irgendwie die Richtung wechsle, macht er das auch. Aber wenn ich so eine Kurve fliege, dann rutscht er so aus der Kurve raus. Das ist echt komisch. Okay. Ja, dann fliegen wir mal eine Runde, oder? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben ja ein bisschen Munition und so dabei. Eigentlich sollte mir ja nichts passieren. Okay, das ist jetzt super praktisch fürs Event. Ich weiß nämlich nicht, ob wir zu Fuß jemals irgendwo ein Skelett-Dino sehen. Jetzt können wir ein paar Runden drehen und einfach mal schauen, ob wir irgendwo einen aus der Luft finden können. Und dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir da hinkommen, um den zu killen, ne? Wir haben jetzt immerhin schon Teresinos. Die könnten ja theoretisch mit so einem Skelett-Dino fertig werden, ne? Man weiß es nicht. Je nachdem, wie stark die sind. Das ist unsere oberste Mission, dass wir nur so ein Skelett-Dino auftreiben. Weil nur die Skelett-Dinos droppen die Knochen, die wir brauchen, um die ganzen Event-Items zu bekommen. Und die neuen Emotes, ganz wichtig. Oh, da ist ein Baby Diplo unterwegs. Der ist super süß. Und da ist, glaube ich, ein Oviraptor. Und ganz viele Lachse. Da kommt gerade wieder ein Drop runter. Was ist das? Ein Baby Bronto. Oh. Die können wir nicht mitnehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist mit denen los, den Patchies? Oh, die sind böse auf mich. Nur weil ich in der Gegend bin. Crazy. Ja, also wir bringen hier kein Jungtier alleine heil raus. Da brauchen wir unsere Dinos, die uns helfen. Aber schon mal super interessant, was es hier alles gibt. Ich habe deinen Raptor gehört. Da sind Troodons, glaube ich. Oder Mikroraptoren oder sowas. Okay. Hier gibt es ja so viele Nester in der Gegend, ne? Gibt es die immer noch? Also da ist immer noch eins. Können wir kurz zwischenlanden und in so ein Nest reingucken. Hier ist zum Beispiel eins. Examine. Okay. Zap. Oh, da gibt's Zap. Das ist cool. 5 Zap.
Wir können das Nest zerstören und wir können Holz mitnehmen. Okay. Also da sind jetzt auch Ressourcen in den Nestern. Da hat sich auch so ein bisschen was getan. Oh, ist ein bisschen gefährlich hier, ne? Und wir sind ganz alleine. Das dürfen wir nicht vergessen. Das kann schnell nach hinten losgehen. Da sind ganz viele Kendros. Ja, wir hauen ab. Das ist zu gefährlich hier. Die Zone ist zu heiß. Da ist eine riesen Action. Wo könnten wir denn am ehesten Skelettdinos treffen? Das ist die große Frage. Ich denke, die laufen fast überall rum. Ich fliege jetzt einfach mal eine Runde. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo welche auftreiben kann. Ist auf jeden Fall schon mal mega spannend. Ich hoffe, wir stranden hier nirgendwo. Weil zu Fuß wieder nach Hause zu kommen, wird bestimmt schwierig. Wir sind jetzt so ein bisschen in Richtung Mitte der Insel unterwegs. Und der Weg ist halt richtig lange zu Fuß, ne? Das ist super weit. Da sind ganz viele Dimorphodons. Okay. Ich glaube, der Dodorex ist nur nachts unterwegs, mit ein bisschen Glück. Das heißt, vor dem müssen wir uns erstmal nicht fürchten. Oh, ich glaube, hier gibt es ein Dillo-Nest. Das ist aber ein bisschen gefährlich hier in der Gegend. Oh, oh, was ist das? Nee, das sind Katzen. Oh, oh. Okay, die fressen die Dillos. Das ist... Gut, da kommt noch eine. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Oh, das war keine gute Idee. Das war wirklich nicht klug, hier auszusteigen. Die greifen jetzt mein Skycake an. Nein, 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 nein. Oh. Wenn die das töten, komme ich nicht mehr nach Hause. Okay. Oh, das hat ein paar Hitpoints verloren, aber nicht so viel. Alles gut. Wir landen jetzt nochmal. Ich habe da nämlich was Verdächtiges gesehen, das da. Ich weiß nicht, was das ist und ich will das rausfinden, unbedingt. Wir machen jetzt alles weg, mit dem Schwert. Insekten. Oh. Okay. Den Oviraptor schaffen wir. Okay, was ist das? Das ist... Auf jeden Fall ist da ein Ichthyornis-Ei drin. Das ist ein Ichthyornis-Nest. Und da ist Sand drin oder Koko-Droop. Okay. Was? Die sind schon aufgegessen? Ach, das ist eine Kokosnuss. Und die ist schon aufgegessen. Was sollen wir denn mit der, wenn die schon aufgegessen ist? Die Nester sind super komisch geworden. Und irgendwo in der Gegend gibt es ein Dillo-Nest. Deswegen waren die Dillos so aufgebracht. Oh nee, Troodons. Die gehe ich mit dem Schwert an, glaube ich. Der ist down. Oh. Oh, der lebt noch. Der lebt nicht mehr. Da ist ein Grabstein. Oh nee, Katzen. Katzen. Oh. Oh. Da ist ein Grabstein. Oh, da ist ein Baby-Dillo. Seht ihr ihn? Nee, 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 nee. Lass mich. Aua. Okay. Die Rüstung dürfte jetzt langsam ziemlich durch sein, ehrlich gesagt. Haben wir so ein bisschen Fleisch? Wir können ihn nicht mit nach Hause nehmen. Wir haben keine Chance. Super cool. Der ist auch noch klein, ne? Ich glaube, das sind sogar zwei Baby-Dillos. Okay. Das hier sind... Da können wir das Gift mitnehmen. Das sind alles Dillos. Irgendwo waren hier noch Schuhe. Oh, ja, ja. Genau hier. Oh. Ich bin vergiftet. Torpor steigt. Das ist ein bisschen risky, was wir hier machen. Und die haben noch nicht mal irgendwelche Ressourcen für uns. Wir nehmen unbedingt diesen Grabstein mit. Davon brauchen wir immer noch ganz viele. Und jetzt könnten wir natürlich noch das Dillo-Nest suchen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wir haben ein Dillo-Ei. Und noch ein Dillo-Ei. Das sind zwei Nester. Hier gibt es Holz oder... Was? So
Reste von irgendeinem Körper. Und da kommen wohl einfach so Dino-Ressourcen raus. Geld, Hyde, okay. Irgendwelche Überreste von den Sachen, die die Dillos gefressen haben. Ich glaube, wir hauen jetzt ab. Gut, also habe ich Dionys-Ei gefunden. Das ist was komplett Neues. Das ist schon mal cool. Und wir sehen so viele Jungtiere und ich kann keine mitnehmen. Das ist so unfair. Super gefährlich hier. Ich habe immer noch kein Knochentier gefunden. Also ich bin mir nicht sicher, ob es die in The Hunted überhaupt gibt. Möglicherweise gibt es mit der The Hunted Mod keine Skelett-Dinos. Ansonsten müssten wir jetzt eigentlich langsam mal welche finden. Ich fliege jetzt schon ziemlich lange über die Map. Ein Großteil der Map haben wir jetzt schon gesehen. Und bisher keine Skelett-Dinos. Jetzt schaue ich nochmal so ein bisschen durchs Snow-Biome. Aber dafür habe ich nicht die Rüstung dabei. Das heißt, wir können uns ja nicht lange aufhalten. Wir können mal so ein bisschen ankratzen. Ein bisschen dran vorbeifliegen. Aber wenn es Skelett-Dinos gibt, dann gibt es die auch außerhalb des Snow-Biomes. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum die gerade im Snow-Biome spawnen sollten. Yeah, da unten ist ein Megalosaurus unterwegs. Die sieht man normalerweise nur irgendwo eingerollt rumsitzen. Ich glaube, der Parasaurus hat den angegriffen. Der verteidigt wohl seine Jungtiere oder so. Das war ja komisch. Auf jeden Fall cool, den mal live nicht Tiefschlaf zu erleben. Nicht eingerollt. Ja, also ich bin jetzt schon ziemlich lange unterwegs und es ist mitten in der Nacht. Die Nacht ist schon ziemlich fortgeschritten, ehrlich gesagt. Wir sind schon bei 2 Uhr langsam, also am nächsten Morgen schon. Und ich habe weder Geisterdinos gesehen noch Skelettdinos. Also ich bin so ein bisschen am Verzweifeln. Vielleicht habt ihr ja welche gefunden? Also wenn ihr auch The Hunted spielt, dann lasst mich mal wissen, ob ihr irgendwo solche Dinos gesehen habt. Ansonsten, die scheinen wohl relativ selten zu sein. Ich habe einen Alpha Raptor getroffen und einen Alpha Rex. Und aber noch keinen einzigen Geister- oder Skelett-Dino. Also das ist echt komisch. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es die hier bei der The Hunted Mod nicht gibt. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte jetzt natürlich schon gern so ein paar Knochen gesammelt. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist so eine Kokosnuss. Eaten Coco Droop. Also das ist irgendwie nur die Schale. Die ist geöffnet, der Inhalt ist aufgegessen. Und wir können jetzt die Haut abziehen, um... Okay. Um dann die Samen da rauszuholen. Okay, das klingt komisch. Oder wir können das direkt selbst abziehen, die Haut, ne? Tierhass. Okay. Und jetzt haben wir Coco Droop Seed. Wir können das Ding einpflanzen. Okay. Das machen wir. Wir haben, glaube ich, noch so einen Croplot frei. Da pflanzen wir jetzt einfach mal diese Kokosnuss ein. Gucken wir mal, was passiert. Die kommt da rein. Haben wir noch Dünger? Ich glaube, ich muss dringend wieder Dünger herstellen. Da ist nix. Da ist noch einer. Okay. Ich muss Dünger herstellen, ganz dringend. Bam. Wächst das jetzt? Oh, das wächst jetzt. Das sieht gut aus. Das ist jetzt so... Ich glaube, das wird eine Kokospalme, ne? Das sieht ziemlich cool aus. Also die wächst jetzt aus der Kokosnuss raus. Und wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen warten, ne? Die ist jetzt im Moment noch ein Seedling. Coco Droop Seed Seedling. Sieht alles gut aus. Mal gucken, wie viel Fertilizer die braucht. Aber 50.000 sollten erstmal reichen. Jetzt regnet es sogar, das heißt, die sind nicht gut bewässert, weil sie sind unterm Dach, aber die sind ja extra bewässert hier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nichts mehr machen. Das Ding ist gepflanzt. Wir haben so ein Ichthyornis-Ei gefunden, was ja auch ziemlich cool ist. Das hatten wir auch noch nicht. Mal wieder was Neues. Das tun wir, glaube ich, erstmal hier in die Kühlbox. Wir haben wieder 2 so Dillo-Eier gefunden, die befruchtet sind. Das sind alles befruchtete Eier, die könnten wir alle noch ausbrüten. Also da gibt es auch noch einiges, was wir machen können. Ein Headstone habe ich gefunden. Oh, da schreit schon wieder irgendwas. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, so ein Trike-Eye. Ein bisschen Zap. Das ist, glaube ich, das einzige Zap, was wir haben.
Also das ist auf jeden Fall auch was wert. So, packen wir mal die Ressourcen alle weg. Scaled Hide. Rock Carrot Seed. Also ich hatte mir natürlich schon erhofft, so ein paar Knochen organisieren zu können. Ich habe schon extra viele Kürbisse und Grabsteine gesammelt, aber die bringen uns jetzt gar nichts, weil wir ja keine Knochen haben. Das ist ein bisschen doof. Aber was will man machen, ne? Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall super cool mit dem Fass. Das ist auf jeden Fall stylischer als so ein Besen. Das ist die Männerversion vom magischen Besen, sage ich jetzt mal. Wer träumt nicht davon, auf dem Fass durch die Gegend zu fliegen? Und das kann man sogar auf Follow pfeifen. Dann kommt das immer mit. So ein Bierfass, was immer dabei ist. Da muss man nur noch sein Glas mitnehmen. Das ist durch mich durchgeflogen. Komm mal wieder mit hier rüber. Damit ich dich wiederfinde. Es leuchtet, aber man sieht es eigentlich immer ganz gut, wo das unterwegs ist. Hä? Okay, wir sind der letzte Leuchtspur. Das ist super schnell. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ja, und überall, wo das durchfliegt, hinterlässt das so eine Spur. Total cool. Ich denke, wir nutzen den Rest der Nacht mal, um so ein bisschen den nächsten Tag vorzubereiten. Und zwar, denke ich, bauen wir mal so ein Schafgehege. Also einen Stall praktisch. wir nehmen mal die Schere und wir scheren die mal. Häuten wollen wir die nicht. Ups. So. So geht das. Dass wir so ein bisschen mehr Wolle ranbekommen. Wir brauchen, glaube ich, 250 Wolle für den ersten Sattel. Also wäre schon gut gewesen, wenn wir noch ein paar mehr Schafe gefunden hätten. Vielleicht müssen wir dann nochmal los und ein paar mehr holen. Wir haben ja jetzt nur Männchen, leider. Okay, das ist schon mal wieder so ein bisschen was. Gehen wir mal hier rein, es ist echt dunkel. Und gucken mal fix, was wir so an Optionen haben. Mann, alle Geräusche hier. was wir für Optionen haben an Zäunen. Wie wir unser Gehege gestalten können. Das könnten wir ja mal mit... Was gibt's denn? Redwood? Schauen wir mal nach Redwood. Da gibt's solche Redwood Tree Railings. Die sehen bestimmt cool aus. Ich denke, Holz reicht. Wir brauchen keine Steinzäune, oder? Also, entweder Redwood oder... Gras. Wir brauchen Gras. Für die Wiese, auf jeden Fall. Oder diesen Feuerbaum könnten wir nutzen, aber da gibt es keine Zäune. Das heißt, ich denke, wir stellen mal ein paar von diesen Redwood-Dingern her. Craften wir mal 10 Stück. Dann gucken wir uns die an, wie die so aussehen. Das sind die Railings. Für die brauchen wir dann wahrscheinlich noch Foundations, ne? Oder können wir die so pflanzen? Nee, können wir nicht. Das heißt, da brauchen wir noch Foundations für. Da kann ich ja bestimmt normale craften. So, Fence Foundations. Wooden Fence Foundation. Thatch und Fiber. Go, go. Und mit denen sollte das dann theoretisch funktionieren. Das testen wir jetzt einfach mal fix. Dann sehen wir auch gleich, wie das aussieht. Hier ist es so ein bisschen heller. Bam. Zaun. Okay. Das sieht doch ganz schick aus, oder? Das kann man so machen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen grüne Wiese. Ganz wichtig, dass die Schafe sich wohlfühlen und was haben, woran sie rumkauen können. Die können dann immer den Rasen mähen. Wo ist denn das nochmal hier? Grass Structures. Da gibt es entweder die Daisy Flowers mit Blumen oder nur die Wiese. Ich glaube, wir nehmen die schönen Blumenwiesen, oder? Grass Floor. Genau, das sind die beiden Optionen. Die kosten nur Fiber. Da haben wir zum Glück genug auf Lager. Stellen wir uns davon mal 10 her. Und von den anderen 20. Machen wir so eine Mischung. Geht das? Hat nicht funktioniert. 20? Okay. Gut. Und dann müssen wir nur noch abwarten, dass es so ein bisschen heller wird, dass wir auch was sehen da draußen. Im Moment ist es doch so ein bisschen sehr dunkel. Ich glaube, die Fence Foundation müssen wir abreißen. Ja. So. Und dann basteln wir unseren nackten Schafen ein schönes Gehege, ne? Wie sieht denn der Mond aus? Sehen wir den irgendwo? Nee, der ist hinterm Berg. Also ich denke, der Dodorex ist heute Nacht gar nicht gespawnt. Boah, was ist denn hier los? Hyänenparty oder so?
Hört ihr das die ganze Zeit? Eieiei. So viel habe ich das noch nie gehört. Wilma, komm mal da weg. Komm mal ein Stück hier raus. Dann könnten wir da hinten das Schafsgehege bauen. Ist das eine gute Location? Ich weiß nicht. Wir haben halt schon ziemlich viel stehen. So super viele Optionen haben wir jetzt nicht mehr. Wir könnten das direkt hier vorne irgendwo machen. Da wäre es aber dann im Weg, deswegen machen wir das, glaube ich, hier hinten. Dann nehmen wir vielleicht den Stein da einfach raus und die Palme können wir ja stehen lassen. Dann kriegen die hier so eine schöne grüne Wiese. Was meint ihr? Das gefällt ihnen doch bestimmt hier, oder? Ich finde es hier ganz schick. Ist halt nicht super eben, aber das kriegen wir schon irgendwie hin mit dem Zaun. So, dann bringen wir die dreimal hier rein. Mal schauen, ob es ihnen gefällt. Die haben jetzt eine schöne grüne Wiese hier drin. Ich glaube, das gefällt denen, oder? So, ich lasse die hier mal stehen. Komm mit hier rüber. Ich könnte die auch wieder auf Wandering setzen, aber das geht immer nach hinten los. Das kennen wir ja schon. Ich lasse die mal hier drin stehen einfach. Und mit dem ganzen leckeren Gras sollten die ja dann vielleicht so ein bisschen schneller Wolle für uns erzeugen. Die haben schon wieder so einen Schal. So einen Wollschal. So ein bisschen. Das dauert immer ziemlich lange, bis das nachwächst, ne? Das hat schon ziemlich guten Schal. Die anderen noch weniger. Also die werde ich jetzt immer regelmäßig scheren, damit wir genug Wolle bekommen. Wir haben jetzt hier 48 gesammelt. Wir brauchen noch deutlich mehr. Der nächste Morgen ist angebrochen. Vom Dodorex keine Spur. Der kommt normalerweise, glaube ich, so rund um Mitternacht irgendwann. Und das sieht man dann sofort am Mond. Der hat dann seine Dodorex, seinen Dodorex-Schatten, der Mond. Und außerdem kommt ihr dann auch die laute Dodorex-Musik. Also das hätten wir auf jeden Fall mitbekommen. Der ist nicht gespawnt. Und die ganzen Skelett- und Geisterdinos, die normalerweise, glaube ich, einfach so spawnen sollten, da habe ich keinen gesehen. Wir könnten jetzt nur Alphas jagen gehen. Da habe ich ein paar gesehen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor einem Alpha-T-Rex. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Nicht mal mit allen Dinos, die wir gezähmt haben. Das wäre dann doch so ein bisschen risky. Ja, das ist jetzt echt traurig. Ich hatte eigentlich vor, hier so ein paar von den Emotes zu testen. Aber in The Hunted geht das wohl nicht. Die ganzen Holiday-Sachen kosten alle Knochen. Ihr seht, wie viel Zeug ich gesammelt habe, aber ich habe keine Knochen. Und die kriegen wir wohl nur noch von den Knochendinos, die gar nicht spawnen. Das ist ein Problem. Jetzt gucken wir mal in den Drop rein, was da so drin ist. Das ist ein... Was ist das für eine Farbe? Nicht so super gut ist, ne? Okay, da ist so ein Zeta-Implantat drin. Das können wir ja direkt mal hier rüberbringen. Nun können wir noch mal gucken, was wir so an Sätteln herstellen können. Aber nichts super Gutes. Da fehlt uns einfach die Wolle. Das war falsch. Noch eins weiter. Nächster Tisch. Hier rein. Ja, also wir können im Moment nur die Basic Saddles herstellen. Was wir dringend brauchen, wären die Exceptional Saddles. Die brauchen Wolle. Und Seide und Pelz könnten wir theoretisch schon machen, ne? Aber ich glaube, das hier waren die Teresino Sättel. Und da brauchen wir einfach mehr Wolle. Wir haben immer noch zu wenig Wolle. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also das ist eine Frage der Zeit, bis die Schafe genug Wolle produziert haben. Wir haben jetzt 3 Schafe, das heißt, wir haben regelmäßiges Wolle-Income. Wir müssen es einfach nur ernten. Und dann geht es da langsam voran. So ist das in The Hunted. Da dauert es alles so ein bisschen länger, sich hier aufzubauen. Aber das ist doch das, was am meisten Spaß macht. So langsam vom armen, nackten Schiffbrüchigen in Richtung, Einsiedler mit vielen Haustieren. Ja, so, die stehen jetzt hier drin. Das sieht doch super schön aus. Eine grüne Wiese. Das ist schon echt genial. Also die Style Mod ist schon next level. Da gibt es so schöne Sachen. Das ist unfassbar. Das gefällt mir. Ich mag auch das grüne Haus. Also, wenn man so ein Stück weiter weggeht, dann sieht man irgendwie teilweise nur die Holzwände dahinter. Das Gras fast gar nicht. Aber so sieht man wieder das ganze Gras hier und wie grün die Hütte eigentlich ist. Super gemütlich. Also das gefällt mir total gut. Hier läuft schon wieder das Wasser. Wir können jetzt natürlich auch direkt in die Badewanne steigen. Aber mal gucken, was ich heute Abend, heute Morgen noch so mache. Jetzt ist ja gerade wieder Morgen. Ich kann ja gar nicht Schluss machen. Nächster Tag.
Neues Glück und viel Arbeit. Es gibt super viel zu tun. Den Tag muss ich jetzt nutzen. Jetzt haben wir heute Nacht überhaupt nicht geschlafen. Aber das können wir ja dann nächste Nacht nachholen, ne? Dann kommt wahrscheinlich der Dodo Rex, eine Riesenparty, alles laut und ich kann wieder nicht schlafen. Das ist immer so eine Sache hier in Ark. Viel zu viel Action. Und die ganzen lauten Hyänen, die reißen mich immer aus dem Schlaf. Ich weiß nicht, ob man sich da jemals dran gewöhnt. Ja, tut mir so ein bisschen leid, dass wir leider keine richtige Halloween-Action hier haben. Aber wir haben immerhin unsere Halloween-Mod und da gibt es, glaube ich, auch noch so ein bisschen was wir uns angucken können. Und dann machen wir halt hier in Ark the Hunted so ein bisschen modded Halloween dieses Mal. Halloween kommt ja jedes Jahr wieder, also so ist es nicht. Wir haben das Event schon ein paar Mal gesehen und mal gucken, was nächstes Jahr noch wieder dazu kommt. Das wird jedes Mal wieder spannender. Und wenn wir einmal so ein bisschen aussetzen, dann freuen wir uns nächstes Jahr umso mehr, die ganzen Sachen auszuprobieren. Für heute war es das aus der Welt der Dinosaurier. Wir sind so ein bisschen mit unserem neuen Fass spazieren geflogen, haben ein neues, schönes Gehege für unsere Schafe gebaut, damit die da schön grasen können. Und nächste Episode gucken wir, glaube ich, noch so ein bisschen tiefer in diese Halloween-Mod rein. Für heute verabschiede ich mich aber von euch. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.